Hallo und herzlich willkommen zur Delikates.ch Kochshow. Ja, ihr Lieben, heute gibt es unser Halloween-Rezept. Also, ihr Lieben, was braucht ihr dafür? Ich habe hier Natron, Backpulver, Salz und Mehl, Rohrzucker, Vanillezucker, Mandelsplitter, zwei Smarties, dann haben wir hier rote und pinke Lebensmittelfarbe, Schokolade, dann weiße Marshmallows, dann haben wir hier Butter, dann haben wir zusätzlich Butter und Puderzucker für die Creme, die wir nachher für unser Halloween-Spezial brauchen. Und was das genau ist, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten, weil ich habe das Gefühl, irgendwas wird hier gleich passieren. Habt ihr das gehört? Hört ihr das? Irgendwas passiert hier in meiner Küche. Alles zappenduster. Das Licht spinnt total. Ausnahmezustand. @delikates.ch. Was soll man machen? Ihr Lieben, das Licht. Irgendwas fasst mich von hinten an. Irgendwas beißt mich hier. Irgendwas mutiert. Hallo ihr Lieben, ich, der Assistent von Dracula, übernehme heute Regie für dieses Rezept. Ich habe versucht, die Weltherrschaft an mich zu reißen und den inneren Dracula zu verbannen. Und ich hoffe, dieses Rezept heute, was wir euch präsentieren, das gefällt euch. Und nicht wundern, zwischendurch wird der Dracula-Assistent in mir ausbrechen. Und wird versuchen, Macht meines Bodies wieder zu erlangen. Aber das soll uns nicht stören. Ich zeige euch jetzt heute unser Halloween-Rezept. Und ich würde sagen, wir zoomen wieder direkt in die Schüssel und dann zeige ich euch genau, was wir machen. Also, als allererstes machen wir die Butter in das Rührgerät hier. Unser geiles Maschinchen. Und werden diese erstmal wieder schön schaumig schlagen. Jetzt ist die Butter angeschlagen, jetzt kommen die zwei Eier dazu. Dann kommt der Vanillezucker mit dazu. Und der normale Zucker, also sprich der Rohzucker. Dann die Prise Salz. Und jetzt schlagen wir das richtig schön cremig. Die Masse ist verschlagen und jetzt kommt da Backpulver, Natron und das ganze Mehl mit dazu. Und jetzt wird das Ganze nur noch verrührt, bis das komplette Mehl in die Butter eingerührt ist. Und dann kommt der nächste Schritt, kommt die Schokolade dazu. Ihr seht, jetzt ist die Masse ziemlich kompakt und jetzt kommt die Schokolade mit dazu. Da könnt ihr im Fall entweder Schokotrops, die gekauft nehmen, ihr könnt selber Schokolade zusammenhacken. Ihr seht, ich habe da drin wirklich grob die Schokolade gehackt, weil ich will ja beim Backen noch ein bisschen Schokolade zum Schluss sehen, dass wirklich noch Schokolade ersichtlich ist im Keks und nicht, dass er denn mit der Masse verläuft. Also, jetzt müsst ihr wirklich ganz langsam das verrühren, bis die Masse oder die Schoki in der Masse verteilt ist und dann ist das Ganze schon fertig. Also ihr Lieben, ihr seht, das ist jetzt alles schön verteilt und jetzt werden wir diese Keksmasse, Cookie-Masse abwiegen und auf dem Blech verteilen und dann gehen die Dinger schon in den Ofen. Ihr denkt, ihr seid mich los. Falsch gedacht. Ich werde versuchen, den Body von Marcel komplett zu übernehmen. Ihr Lieben, ich sage euch, diesen Typen fernzuhalten ist gar nicht so einfach. Ihr seht, ich bin völlig geschwächt.
Der Typ, der saugt mir die letzten Tropfen aus. Also, als nächstes muss man die Kekse, die Cookies formen. Da ich natürlich kein Eisausstecher habe, oder zumindest keinen schlauen, machen wir heute das mit Handschuhe. Also, eine Waage und auf Null stellen. Und wie gesagt, wer Eisausstecher zu Hause hat, der macht es mit so einem kleinen Ausstecher und legt diese Portionchen aufs Blech. Und wer nicht, der macht das jetzt genau wie ich. Ein Blech. So. Und bevor wir loslegen, Ofen. Auf 175 Grad stellen, weil bei der Temperatur gehen die nachher in den Ofen. Also, die Masse haben wir ja vorhin gemixt. Und ihr seht, die ist schön cremig. Und was ich noch sagen wollte, wem vielleicht auffällt, dass die Eimasse, die Eibuttermasse anfängt zu gerinnen. Das kann manchmal passieren, wenn der Fettanteil in der Masse zu hoch ist, dann müsst ihr mit Mehl gegenarbeiten. Deswegen sage ich es gleich vorweg. Kann passieren, ist aber für diese Masse, wenn zum Schluss der Cookie gebacken wird, nicht so schlimm. Also, ich nehme immer so 65 Gramm oder 60 bis 65 Gramm, je nachdem, wie groß ihr die Cookies haben wollt. Und jetzt wiegen wir das mal ab. Ah, da fehlt noch ein bisschen. So, 65 Gramm und ich würde sagen, der Dracula, der kommt schon wieder durch. Ich mache jetzt mal die ersten drei und ich melde mich dann, wenn das Blech voll ist. Also, die Kekse sind jetzt hier auf dem Blech fertig. Die gehen jetzt in den Ofen, 175 Grad, 12 bis 15 Minuten, je nachdem wie stark euer Ofen ist. Ich sage mal, zu Halloween sage ich mal 13 Minuten und dann schauen wir mal, wie weit diese Teile brauchen, bis sie fertig sind. Die Kekse waren jetzt genau 13 Minuten drin und jetzt holen wir die Teile raus. Also ihr seht, die sehen so aus. Und jetzt ist wichtig, dass wir die 5 Minuten stehen lassen. Und wenn ihr die 5 Minuten stehen lasst, dann werden die so ein bisschen hart. Aber sie dürfen nicht zu hart werden, weil wir wollen die ja noch halb schneiden. Das heißt, wir lassen die jetzt kurz 5 Minuten stehen und dann, wenn die kurz angehärtet sind, das merkt ihr dann, wenn die leicht hart werden oben, dann geht's weiter. Die sind jetzt ca. 5 bis 10 Minuten gestanden. Ich habe zwischendurch versucht, Dracula zu bändigen und einen Schluck Kaffee zu nehmen. Knoblauch funktioniert bei dem Typen leider auch nicht. Und jetzt, oh mein Gott, die könnte ich jetzt schon so, wie sie sind, wegschnapulieren. Also, machen wir mal hier ein Platz. So. Also, als allererstes, um dass ihr diesen Dracula-Keks machen könnt, diesen Keks, wichtig, mit viel Vorsicht und viel Liebe, mit einem Sägemesser, halb schneiden. So. Jetzt habt ihr zwei Hälften. Jetzt müsst ihr schauen, dass wenn wir diese Hälften hier haben, ihr seht, dieser Keks steht schon eigentlich ganz gut so, deswegen belasse ich es gleich so. Das müsst ihr vorher austesten, bevor ihr diesen Keks zusammenbaut. Also, jetzt haben wir hier die Hälfte unten und die Hälfte oben. Jetzt drehen wir das so, dass wir es genau so haben, wie wir es nachher zum Schluss wollen. Jetzt lassen wir das so liegen. Also, als allernächstes
machen wir, das schieben wir jetzt mal ein bisschen auf die Seite, machen nach dem Platz, machen wir uns das Zahnfleisch, sprich diese pinke Creme, die dann aussieht wie Zahnfleisch. Und dafür habe ich jetzt zimmerwarme Butter. Mit Butterzucker. Wenn man das für mehr Leute macht, braucht man natürlich mehr. Das Rezept, was ich euch aufschreibe, ist für 4 Personen. Also, jetzt rühren wir das mal. Ihr seht, so sieht das zum Schluss aus. Also die Buttercreme erstmal. Wie eine Art Frosting, man könnte aber auch Frischkäse nehmen, wenn einem das zu süß ist. Also so cremig sieht das aus. Also die Butter schön zimmerwarm. Und jetzt? Jetzt schaffen wir mit unserer Farbe. Da müsst ihr halt ein bisschen spielen. Der eine mag es ein bisschen pinkiger, der andere ein bisschen röter. Wir machen jetzt von jedem 6 Tropfen. So, das war mal Farbe Rot, glaub. Jawohl. Pink. Dafür mache ich genau auch 6 Tropfen. So. Und jetzt rühren wir das. Ich glaube, man sieht das schon ganz gut, dass diese Farbe dem Zahnfleisch eigentlich ja, so ziemlich nahe kommt. Dass man da 100% Zahnfleischfarbe herbringt, da muss man wirklich lange tüfteln. Also ihr seht, so, man könnte jetzt vielleicht noch einen Tropfen Pink und einen Tropfen Rot mit dazu, aber ich denke mal, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich will es so natürlich wie möglich. Und jetzt bestreichen wir die eine Seite des Kekses mit dieser Creme. Und zwar ordentlich. So. Und zwar nehmen wir diese Seite hier. Und da müsst ihr auch nicht sparsam sein. Das muss wirklich genug sein. So. Und am besten bis an den Rand raus. So. Also ungefähr so viel. Der Clou jetzt an dem Dracula-Keks ist, jetzt kommen die Marshmallows zum Einsatz. Wo habe ich sie? Da. Ich habe jetzt hier ganz kleine Marshmallows. Es gibt verschiedene Größen, die man kaufen kann. Kleine, mittlere, ganz große. Je nachdem, wie groß euer Cookie ist zum Schluss, müsst ihr das den Marshmallows mäßig anpassen. Das ist jetzt ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber ihr werdet staunen, wie geil das zum Schluss aussieht. Also, ich fange jetzt mal hier an. Also, wie ihr seht, jetzt haben wir sozusagen unser Gebiss hier vorne. Das kann man auch so ein bisschen Dracula-Style machen. Und jetzt machen wir in der Mitte noch ein paar. Und die sind nur dafür da, dass der obere Keks das Ganze auch, also dass dieser Keks den oberen Keks auch hält. Sozusagen als Stütze. Aber das sieht man eben nicht. So. Da müsst ihr halt schauen, je nach Größe vom Keks, ist es halt immer so eine Sache, braucht es mal mehr und mal mehr, ein paar weniger. Da müssen auch nicht akkurat liegen, die müssen einfach nur querbeet verteilt, dass die wirklich den ganzen Keks halten. Also, jetzt beschmieren wir die zweite Hälfte auch noch mit etwas Butter, dass die Sache ein bisschen klebt. So, und da muss auch nicht viel, da machen wir mal ganz wenig. Ich glaube, das reicht schon. Und dann kleben wir den hier oben drauf.
So, jetzt haben wir die Zähne hier schon installiert und jetzt fehlen ja noch die typischen Dracula-Zähne, die ich heute nicht habe. Ich bin ja nur Assistent, laut Dracula. Also, machen wir das ganz einfach. Mandelsplitter oder Stäbchen. Bisschen so von dieser Creme, Frosting. Seit der Sisyphusarbeit. Jetzt muss ich das kurz drehen, dass ich das auch sehe. Und dann steckt man das einfach hier oben in den obersten Keks rein. Jetzt tue ich das auch lieb. Ja, ich muss es doch mit beiden Händen. So, und jetzt stecke ich den hier, sagen wir mal, hier einen rein. Und den zweiten, da gehen wir einfach in die Creme rein. So, und dann stecken wir den hier rein. Muss ich selber mal schnell schauen. Ich denke, es ist gescheiter da. Doch, so. Das könnt ihr ja für euch selber entscheiden, wo ihr die Zähne hinmacht. Also, jetzt haben wir den Dracula-Keks praktisch fertig. Also das wäre das Original. Und ich habe mir gedacht, für Kinder, da ich ja jetzt selber eine kleine Tochter habe, die nebendran ja auch schon ein bisschen Terror schiebt, weil sie natürlich keinen Keks haben kann, habe ich mir gedacht, diesen Keks noch ein bisschen zu pimpen. Also vielleicht ein paar Augen oder so drauf zu machen. Und für Kinder ist es ja immer interessant, wenn man ein paar Augen drauf macht. Also ich mache jetzt mal hier ein bisschen Creme. So, und versuche mal mit meinen großen Fingern diesen Smartie zu platzieren. So, wie gesagt, das kann jeder für sich selber entscheiden. Jetzt müssen wir noch weniger Buttercreme wie vorher nehmen, nämlich ganz wenig. So, das dient nämlich nur, ich habe jetzt hier noch von diesen Marshmallows, die etwas in Stückchen geschnitten und platt gedrückt. Das könnte man natürlich ein bisschen kleiner machen, aber ich sage euch, ich habe so große Hände, das ist mir jetzt schon fast zu klein. Da braucht man fast eine Pinzette. Man könnte jetzt zum Beispiel noch eine Nase machen, ihr könntet hier eine Nase hinmalen, was auch immer. Oder ihr könntet hier Farbe an den Zähnen runterlaufen lassen mit dieser Lebensmittelfarbe. Das können wir mal hier noch schnell probieren, da muss ich es aber schnell drehen. Meine Tochter, die findet das geil. Also, Blut nur an den Zähnen runterlaufen lassen, weil diese Marshmallows saugen das Zeug gerne auf. Jetzt hoffe ich mal, ihr seht das. So, ich mache das mal an einem Zahn, dass ihr seht. Der zweite Zahn. Also ihr seht, ich lasse das nur am Zahn, sprich an diesem Mandel runterlaufen. Und das könnte man jetzt schön auf dem Teller drapieren mit ein bisschen Spinnweben aus. Weiß der Kuckuck, da gibt es ja so viel Zeug zum Kaufen, momentan für Halloween-Sachen. Und das könntet ihr zum Beispiel euren Kindern servieren. Oder ihr serviert es generell so, ohne Augen, ohne nichts. Dann hättet ihr einfach Dracula Cookies. Also ihr Lieben, ich hoffe, unser spezielles Halloween-Video, Halloween-Rezept hat euch gefallen. Und wenn das der Fall war, gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben oder ein Gefällt mir auf Facebook. Ich werde das überall verteilen, wo wir präsent sind. Und ich freue mich aufs nächste Rezept mit euch. Bis zum nächsten Mal. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke jetzt hier unten und schau dir eines unserer anderen Videos an oder klicke da oben den Abonnieren-Button. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß auf meinem Kochkanal. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Marcel Prenz.